Hallo, heute wollen wir mal demonstrieren, wie beim ersten Aufruf von Mozilla Thunderbird ein E-Mail-Konto eingerichtet wird. Als erstes ist der in der E-Mail angezeigte Absendername einzutragen. Diesen Namen habe ich jetzt nur für Demonstration verwendet. In der Praxis wird man das kaum machen. E-Mail-Adresse ist klar. Da man die Eingabe des Passwortes nicht kontrollieren kann, empfiehlt es sich, diese vorher in den Zwischenspeicher zu ziehen, damit man sich sicher sein kann, dass das Passwort korrekt eingegeben wurde. Das Passwort lassen wir speichern und klicken auf Weiter. Mozilla Thunderbird sucht jetzt selbstständig in der Datenbank nach den korrekten Servereinstellungen. Angeboten wird hier über die verschlüsselte Verbindung Abruf über POP3. Das ist korrekt. Hotmail bietet auch gar keine andere Möglichkeit an. Also manuelle Bearbeitung kann deshalb entfallen. Wir gehen sofort auf Kontoeinstellungen erstellen. Es wird zunächst das Passwort getestet. Scheint alles okay zu sein. Das Konto wurde angelegt, wie man hier oben links sehen kann. Natürlich erfolgt jetzt die Abfrage, ob Thunderbird als Standard-Client eingerichtet werden soll und ob dieses bei mir stark geprüft werden soll. Wenn es das einzige E-Mail-Programm ist, kann man das natürlich bestätigen. Oder man lässt es eben sein. Wir können davon ausgehen, dass die E-Mail-Einstellungen korrekt vorgenommen werden. Falls jedoch mal eine Fehlermeldung auftauchen sollte, können wir die Kontoeinstellungen nochmal überprüfen und bearbeiten. Ich möchte das hier mal demonstrieren, auch wenn es in diesem Fall nicht notwendig ist. Wir gehen also auf Kontoeinstellungen bearbeiten. Hier wird jetzt für das neu angelegte Konto die allgemeinen Einstellungen angezeigt, wie die Kontobezeichnung, mit der sie im Ordnerverzeichnis geführt wird, der in der E-Mail verwendete Name, die E-Mail-Adresse selber und hier unten ist der Posteingangsserver eingetragen, der von Thunderbird angelegt wurde. Unter den Server-Einstellungen werden jetzt nochmal die Angaben zu POP3-Konto gemacht, zu dem verwendeten Port, die Art der Verschlüsselung und hier könnte man jetzt noch ein paar andere Einstellungen vornehmen, wie das Konto verwendet werden soll. Unter Kopien in Ordnern könnte man jetzt für einige Ordner, die normalerweise innerhalb des E-Mail-Kontos geführt werden, einen anderen Speicherort bestimmen. In dem Falle den lokalen Ordner, der hier oben links angezeigt wird. Manch einer möchte ja, dass bestimmte Nachrichten in einem Ordner insgesamt erfasst werden. Wir stellen das hier jetzt mal nicht um. Unter Postausgangsserver kann man nochmal die eingestellten Art der Verbindungssicherheit und so weiter überprüfen, gegebenenfalls überbearbeiten, korrigieren. Das ist in diesem Fall nicht notwendig. Verbindungssicherheit statt TLS ist ein neuer Standard, bei welchem zunächst eine unverschlüsselte Verbindung und erst nach Herstellen der Verbindung diese verschlüsselt wird. Man kann das so lassen, man könnte es auch auf TLS einfach umstellen.
Die Angaben sind also korrekt. Wir werden jetzt einmal eine Testnachricht verfassen. Dies geht entweder hier oben links über Verfassen oder hier Neue Nachricht verfassen. Es ist korrekt eingestellt, dass die Nachricht über das Hotmail erfolgen soll. An wen schicken wir die jetzt? Schicken wir die mal an unsere Arbeitsadresse. Und zur Kontrolle auch noch an die Hotmail-Adresse. Das Ganze nennen wir natürlich auch Testnachricht über Hotmail. Das war falsch. Und kopieren das auch nochmal in das Textfeld und senden diese Nachricht jetzt. Im Ordner gesendet wird sie jetzt angezeigt. Sie hat also unser Programm verlassen. Im Posteingang ist natürlich noch nichts, aber das werden wir jetzt gleich nochmal kontrollieren. Unsere Testnachricht ist also auch auf unserem Hotmail-Konto angekommen. Also sowohl das Versenden als auch das Empfangen von E-Mails über das Hotmail-Konto funktionieren, sodass wir jetzt unser E-Mail-Programm verwenden können. In dem Falle beenden wir es aber. Zum Abschluss zeigen wir nun noch die vorgegebenen Server- und Benutzereinstellungen einiger gängiger Freemail-Anbieter.